Ich habe gemerkt, dass das letzte Video überdurchschnittlich viele Kommentare und viele Likes bekommen hat. Ich glaube, das lag daran, also nicht glaube ich, ich weiß es zu 100%. Ihr habt das Video auf dem zweiten Kanal gesehen, wo ich mich ein bisschen beschwert habe, dass Liebe ein bisschen fehlt. Nette Geste von euch, ich zeige euch das ganz schnell. Also, dass das Video 14.000 Likes hat und 1.000 Kommentare. Die Leute wollen halt einen motivieren, Bruder. Und das haben sie jetzt einmal gemacht. Das wird jetzt nach Wochen eh wieder ein bisschen schwanken. Das ist jetzt einfach nur so ein, weil es frisch war und ich darüber geredet habe und das bei den Leuten geblieben ist. Wenn die Leute darauf kleben bleiben, das so machen, das ist ein schönes Gefühl, weil ich, als ich am Flughafen war, ich mir alles durchgelesen habe und das einfach schön war. Zwei Patienten haben sich trotzdem hier gezeigt, das will ich ja einmal zeigen. Guck mal, ein Brief versucht die Leute zu motivieren und mich auch zu motivieren. Und dann kam es hier zu einer Diskussion. Schaut mal, einer schreibt, nimmt all den Like-Button auseinander. Guck mal, was der Junge für uns an Unterhaltung und Insight über die Jahre produziert hat. Wir müssen zeigen, dass wir es wertschätzen. Er schreibt, für uns und für sein eigenes Geld natürlich. Hahaha. Ohne die Videos vergisst man ihn und seine Marke und sein Eistee wird nicht mehr wie früher laufen, aber okay. Und das haben viele Leute geliked, tatsächlich. Also der Bruder hat erstens nicht mitbekommen, dass der Eistee mir gar nicht mehr gehört. Das ist jetzt auch schon ein, zwei Monatchen her. Weißt du, ich meine? Das heißt, er ist kein aktiver Zuschauer, aber hier sind halt viele kleben geblieben, die halt nicht regelmäßig wahrscheinlich meine Videos gucken und sehr verbittert sind, Bruder. Was mich sehr traurig macht, sei ich ehrlich. Und dann hat sich hier noch einer gefunden. Bro, wenn es ihm nur ums Geld gehen würde, hätte er seinen Arsch für Raid Shadow Legends verkauft und Produktplatzierung jedes Video, womit er Geld machen würde, als mit Urlaub Comedy Vlogs. Also, diesen Kommentar muss ich von dem jungen, ambitionierten Mann, der uns in Schutz nehmen will, einmal zurechtbügeln. Ich mache generell keine Placements, Bro. Generell. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe das auch so nicht gemacht, weil ich mich nicht an Apps verkaufe, weißt du? Ich habe ja darauf gearbeitet, dass meine Marke sich verkauft. Oder dass ein Produkt, was man bewirbt, dass man ständig halt ein authentisches Ding hat. Und nicht auf Krampf, wenn im Monat die Einnahmen fehlen, einfach ein Placement macht. Also, auch wenn bei mir nicht mehr laufen sollte, auch dann wirst du mich für keine Placements Werbung machen sehen. So, und daraufhin hat dann noch ein Bre, wahrscheinlich ein Freund von Trabzon oder noch ein verbitterter Bre, geantwortet, laber doch keinen Scheiß, als ob er gezwungen wird zu reisen, anstatt auch mal von zu Hause Content zu kreieren. Zuschauer müssen nichts, gerade weil die Zuschauer ihn durch das Anschauen des Videos unterstützen. Als Content Creator sollte man sich nicht von Zuschauern abhängig machen, erst recht, wenn man sehr lange als Influencer unterwegs ist. Viele würden an seiner Stelle Content kreieren, bei dem man reist und seine Reisekosten auch noch erstattet bekommt. Letztendlich ist es keine Arbeit, sondern ein Urlaub. Und das ist das Problem und was ich euch auch jedes Mal erklären will. Du kannst es niemandem recht machen, egal wie sehr du aus dem Herzen redest und das du versuchst den Leuten zu erklären. Diese Leute sind der Grund dafür, Real Talk, Bruder, dass es sowieso irgendwann vorbei ist. Ich meine es wirklich ernst. Er sagt, es ist keine Arbeit, das ist Urlaub. Okay. Er sagt, dass man die Reisekosten erstattet bekommt. Ja, bekomme ich erstattet. Was willst du jetzt? So, was willst du jetzt? Ich kriege auf die Flüge 20%, ich darf täglich essen für einen Fuffi, meine Hotels werden jetzt bezahlt. Was willst du jetzt, du? Was willst du von mir? Warum gibt man sich die Mühe, sowas zu kommentieren, Bro? Als ob er gezwungen zu reisen. Ja, ich zwinge mich selbst. Und der eine hatte ja recht von denen. Ich muss es ja machen, um im Gespräch zu bleiben und meine Sachen zu verkaufen. Ja, ist ein Fakt, Bruder. Heißt doch trotzdem nicht, dass man einfach die Leute hier triggern muss. Was haben die Leute euch denn getan? Hier, und dann hat er auf diese Raid Shadow Legends geantwortet. Dicker, warum soll er sowas machen? Manche Menschen haben einen anderen Charakter. Ihnen reicht das Geld, wozu sein Image verkacken bei sowas. Durch diese Videos macht er allein schon nur durch ein Video mit einem guten CP im Januar. Ist er nicht hoch, vielleicht 1,25, aber er macht 200.000 Klicks, ungefähr über 2.000. Euro. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Auch so ein Experte, Bruder, der sich zu viele Streams von irgendwelchen YouTubern angeguckt hat. Was juckt dich erstens mein CPM? Und auch wenn ich mit 100.000 Klicks 1 Million Euro verdiene? Mal abgesehen davon, dass ich mit 200.000 Aufrufen im Januar 500 oder 600 Euro verdiene. Was spielt das für eine Rolle? Warum seid ihr alle so geldfixiert, Bruder? Was ist denn los mit den Leuten? Unglaublich. Und dann gehen halt diese 1.000 Kommentare wieder unter, weil was soll ich machen, Bruder? Ich sehe den Top-Kommentar und ich sehe einfach so ein paar Schwänze da kommentieren und so ein unnötiges Zeug machen. Muss man nicht tun, Bruder. Und wenn du dann die Leute darauf ansprichst oder mal mit denen schreibst, heißt es, ja, Bruder, heißt weil ich habe selber schlecht Laune. Seid nicht so verbittert, Bruder. Also wie gesagt, ich bedanke mich bei den Leuten, die hier das Ding ein bisschen gepusht haben. So, damit ihr einfach mal versteht, man lacht, man lacht, man lacht und dann sieht man so zwei Holzköpfe, Bruder. Und das Traurige ist immer, es sind deine eigenen Landsmänner. Es sind deine eigenen Landsleute. Ja, er muss das nicht machen, er macht genug Geld. Was habe ich dir getan, Alter? Wallah, was habe ich dir getan? Wallah, früher war ich wirklich härter im Nehmen, aber das trifft mich immer mehr, Bro, weil, weiß ich nicht, ich werde älter. Ich werde älter, ich verstehe das langsam. Früher war ich immer sehr frech und habe mir gesagt, such mich doch. Jetzt verletze mich so eine Scheiße. Weil die Leute mich einfach nicht einschätzen können und mich als Laberbacke sehen, so weißt du? Egal, scheiß drauf. Ehrenlose Memes, Folge 30, ich bin gespannt. Reaktionszeit 10 von 10. Wow! Okay. Junge. Du kommst im Dezember auf der Arbeit an. Im Lager wird übel Stress geschoben, Digga. Corona, Homeoffice, Urlaub, krank.
Meine alte Schule. Trage schwere Möbel, meine Mutter, dann brauchst du heute nicht in den Gym. Hä? Da hat jemand einen deutschen Meme bestellt. Ich lach jetzt, Mama. Aha, Mama. Weiß ich jetzt nicht. Meine Woche in 30 Sekunden beschrieben. Heute auf dem Weg zur Arbeit. Lasst mich doch alle in Ruhe, ja. Lasst mich doch in Ruhe, ja. Unfair, Bruder, das ist unfair, das ist unfair. Ich sag dir, ich mich verletzt das, Bruder, zutiefst. Mama? Der nächste, der mir auf den Sack geht, den schlag ich einfach tot. Lala, fühl ich nicht, Bruder, ich bin selbstständig, aber ich glaube, das beschreibt jeden Menschen, der gerade zur Arbeit geht. Ich dreh nur auf Rudi durch, Bruder, aber das war's auch. Wenn die Welt so weitergeht, ne? Ich schwör auf meine Mutter, ich mach Krieg an 12 Fronten auf. Ja, aber am Freitag muss man doch gechillt sein, Bruder, was ist los? Das war gut, das war richtig gut, Bruder. Warte, ich möchte nur Manu essen, aber ich möchte nur Manu folgen, Bro. Ich will nur Manu folgen. Hoff, du wolltest ganz normal den Müll rausbringen. Das erinnert mich an Simpsons, Bruder. Wenn du Angst vor Spinnen hast, nimm runter! Warte mal kurz, mit der Warte mal kurz! Mani, Mann! Ich schwöre auf meine Mutter, nimm runter! Wow, Bruder! Der wäre fast weg vom Fenster gewesen! Türkische Liga, be like! Digga, imagine, du schmeißt einen Schlagring aufs Spielfeld. What the fuck, Alter? Ich weiß noch, wo die bei dem Fenerspiel Butterfly geschmissen haben und College mal so hochgehoben hatte. Kennt ihr euch noch dran an? Also ich dachte, der hat meine Frisur verkackt, aber was die mit meinem Vater gemacht haben. Die haben mich echt auseinandergenommen. Ich hab mir das geholt. Weil, Digga, ich dachte, das ist voll die große Packung. Da ist safe voll viel drin, Mann. Guck mal hier. Hier, Bruder, viel. Hier. Wo ist das viel, Bruder? Das ist ein Joghurt, den esse ich so. Fühl ich, Bruder. Deswegen einfach selber kochen. Was ist los? Sei nicht so faul. Nimm das und... Wie meine Mutter mich gezwungen hat, Tabletten zu nehmen. Schluck das. Nee, Digga, so war das noch nie. Nee. Oros Butchujuice. Was passiert hier? What the fuck? Hat jemand eine Ratte bestellt, Alter? Die wollten wahrscheinlich die Ratte befreien. Warte mal so. Du chillst mit Kollegen, der nur Angst vor Gott hat. Was mit der Warte mal kurz? Der Mani, Mann. Ich schwöre auf meine Mutter. Nimm runter! Ja, okay, da war es nicht so, nee. Warum schämst du dich nicht? Warum bellst du? Nimm runter! Wieso habe ich diesen Hund davonkommen lassen damals? Er hat seine Entschuldigung, by the way, gelöscht. Wieso habe ich diesen kleinen Hund davonkommen lassen? Ich glaube, jetzt würde er sich sogar freuen, wenn ich ein Video gegen ihn mache. Aber wir belassen es einfach bei den Reaktionen. Bruder, wir machen ja Spaß manchmal mit Bandys, das. Aber was ist das, Bruder? Bruder, du hast eine Schwester, du hast eine Mutter. Was machst du? Was für Bruder, Junge? Guck dir das an, Bruder. Warum schämst du dich nicht? Warum bellst du? Digga, what the fuck, Alter? Alter, was war das denn, Bruder? Bestrafe auf TikTok. Alarmlocker in die Lara! Dankeschön für den Tipp! Ich dachte, er macht das einfach so! Hast du mich gef***t, die Lara? Ich lebe in der Steinzeit, ich weiß, dass das TikTok-Bestrafung ist! Das würde ich nicht mal für 1 Million Euro machen, was du da machst, Bruder! Oh, bin die Lara! Wildschwein am Bahnhof! Lass ihn los! Hat jemand Meti 2 bestellt? Ja, einfach ein Wildschwein. Da füllen wir jetzt.
Bist du vegan für Rosalinde? Und dann wir landen. Wallah, ja, Wallah, ja. Wallah, sowas gibt's nur in Berlin, ja, Alter. What the fuck, Bruder, er chillt Sparkasse. Was du chillt, er lebt Sparkasse. Baby. Oh, man. Du kannst am Tisch. Er geht mir bestimmt fremd, mit seinen Jungs. Weiß ich nicht. Du willst deinen neuen Anzug zeigen. Hab noch hier einen Anzug angehabt? Boah, Bruder. Walla billa fühle ich. Jeder, der sich so den Kopf eingehauen hat, eins in den Chat. Das ist kein schönes Gefühl, Bruder. Dachboden soll sich f***en. Ist nicht schön einfach. Offiziell. Oh. Digga, du musst erstmal 20 Mal auf dein Leben klarkommen. Digga, Mann, der hat gesessen, Bruder. Guck mal bitte. Einmal noch. Guck mal, er ist voll motiviert. Er macht so seinen Modelblick drauf, dies, das und dann passiert das jetzt. Guck jetzt, guck jetzt. Scheiße. Bruder, bei mir ist das schon so oft passiert, ich krieg nicht mal mehr Beulen davon. Das ist das Problem. Du wolltest einmal pünktlich sein, Berufsschule. Du wolltest einmal pünktlich Berufsschule. Ich fick dein Deutsch, Amunakim. Geh nicht zur Berufsschule, du Sonderschüler. Du wolltest einmal pünktlich Berufsschule. Was ist das, Amunakim, ja? Warum ich nicht mehr kommen kann? Weil wenn ich das Auto anmache, das die ganze Zeit durchhupt, war. Ich komme aus Aachen, er sagt wahr. Die Jungs sind 16. Eskalation bei der U19. 17, 18 Jahre alt. Wallah, das gibt's nur in der Türkei, Bruder. Nur türkische Fans sind so. Nur türkische Fans, Bruder. Ach, Digga. Guck mal, ihr braucht kein Feuerzeug, eure Hände zu wedern. Nimmt einfach Shisha-Kohle. Und das hält 3 Stunden. Mit Shisha-Kohle. Wo kommt man jetzt auf die Idee, Bruder? Excuse me, Mian. Nein. Mais mal anders, wir dürfen den Namen leider nicht aussprechen, sonst werden wir gesperrt. Digga, was ist hier gerade passiert? Der Bruder fühlt auf jeden Fall seine Musik. Es ist 2022 und du wirst in der Ukraine geboren. Ich hab keinen Null Bock mehr, Null Bock. Ich werd gespawnt und bin tot. Fresh! Digga, wenn Stammgäste einfach einen 10er zum Spielen bekommen zu Weihnachten. Lech! Hatte mit eh wieder in den Automaten reingehen. Scheiß Spielsucht. Junge, mach nicht so viel Krach, Alter. Schlafen Leute. Gottlos, Wallah ehrenlos. Wallah ehrenlos. Wallah, die arme Frau, Alter. Einfach, sie schläft nicht auf. Ehrenlos. Was ein Hund. Ihres Flüchtlingsstatus nicht belangt werden, das ist halt auch unglaublich. Ja. Ich muss höchstwahrscheinlich, das ist leider so, den Begriff Gay mal sperren, damit hier die Leute nicht die ganze Zeit spammen. Lass doch den Mann in Ruhe, Alter. So, schauen wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Imagine, du arbeitest freiwillig für die AfD. Das wird. Da musst du schon Eier haben, live zu gehen, Bruder. Ah ja, jetzt wird es schon ein bisschen besser. Ich habe ein richtig dickes Problem. Meine Powerbank sieht so aus. Und ich sehe so aus. Hä? Was ist jetzt da so schlimm? Und so sehen wir zusammen aus und wir müssen zum Flughafen jetzt.
nein, ich hab Angst. Oh ja. Warum? Fuck, egal wie alt du bist, solche Sachen werden immer so gottlos ausgenutzt. Ich sag's euch, wie es ist. Kennt ihr diese grünen tanzenden Dinger? Da habe ich auch schon so viele Videos gesehen. Ja, Allah, der kann von mir kommen. Allah, wieder nochmal. Allah, wieder nochmal. Oh ja. Ja, Ehrenwurst. Oh Mann, ey. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Oh nein, bitte nicht! 10 Euro, 10 Stück auf einmal! Nein, das ist zu viel für mich! Das ist zu viel für mich, ich kann das nicht! Ich will das nicht, er soll nicht aufstehen, Bruder! Aber er hat nicht witzig gemacht. Ja, das ist okay. Hat nicht gebockt. Hätte die andere das gemacht, wäre mies witzig geworden, Wallah. Wow, Digga, Wallah, gute Folge. Sehr, sehr gute Folge. Dankeschön. Gute Arbeit geleistet, mein Bruder. Die Folge war es wert zu bezahlen. Dankeschön. Wenn ihr wollt, dass ihr auf weitere ehrenlose Memes reagieren sollen, macht gar nichts, Digga, weil ich bin ein Konsumprodukt und ihr guckt mich einfach nur, um mich auszunutzen. Like nicht, macht gar nichts. Tschüss.